Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Zwei Aschefürsten sind gefallen, wir begeben uns jetzt auf den Weg zu dem dritten. Wir sind hier in Irithyll wieder zurück und zwar am Leuchtfeuer des entfernten Anwesens, das wir schon beim Hinaufgehen nach Anor Londo aktiviert haben. Und hier runter geht es jetzt langsam aber sicher in den Kerker von Irithyll. Den müssen wir durchqueren, weil dort geht es dann in die gottlose Hauptstadt, wo der dritte der Aschefürsten wartet, Jorm der Riese. Und weil die weglaufen, rennt jeder Spieler natürlich sofort hinterher, um dann hier in eine Falle zu tappen, nämlich gegen diesen Irithyll-Ritter hier zu kämpfen, der einem seine Säbel ganz schön in den Rücken hauen würde. Also Obacht. Außerdem nicht weiter die Treppe runterlaufen, denn die beiden Burschen kommen wieder zurück. Und lassen sich dann hier ganz gefahrlos erledigen. Naja, fast ganz gefahrlos. Denn, ihr seht schon, da unten ist einer dieser Feuermagier aus Irithyll auf mich aufmerksam geworden. Und ja, diese beiden Burschen zusammen mit ihm zu erledigen, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Und deswegen lieber einer nach dem anderen. Hier unten in diesem Bereich verstecken sich ein paar von diesen unsichtbaren Hexen. Ihr seht sie schon, die erste feuert. Und bewacht haben sie eine große Titanitscherbe. Und noch eine zweite Sache, die können wir allerdings nur von oben ergattern. Deswegen rennen wir nochmal die Treppe hoch. Auf diese Zwischenebene hier, da sieht man schon das Item. Jetzt werdet ihr sagen, warum hat er das nicht gleich schon von Anfang an geholt? Nämlich ganz einfach, auch wenn es jetzt nur rostige Münzen sind, wenn wir uns jetzt hier nach unten begeben hätten, wären uns die beiden Magier hinter uns in den Rücken gefallen und der Feuermagier von vorne. Deswegen ist die richtige und ja gesündeste Reihenfolge, es so zu machen wie jetzt hier gerade. Erstmal den Raum komplett zu säubern und wenn man dann wirklich noch diese rostigen Münzen haben will, dann soll man sie dann holen. Aber erst am Ende. Nun denn, das entfernte Anwesen ist ja durchquert und jetzt kommen wir in das eigentliche neue Gebiet, den Kerker von Irithyll. Das ist übrigens das einzige Gebiet des Spiels, das keinen eigenen Bossgegner hat. Ich muss euch also enttäuschen, das nächste Video, die nächste Episode ist dann kein Bosskampf, sondern dann geht es gleich in die gottlose Hauptstadt. Aber dann danach haben wir gleich zwei Bosskämpfe hintereinander zum Ausgleich. Gut, willkommen im Kerker von Irithyll. Hier drüben ist schon eine Gittertür, die ist verschlossen. Man kann es schon erahnen, eine Abkürzung für später, für sehr viel später übrigens. Und der Kerker von Irithyll ist ein ziemlich gruseliges Gebiet. Hier hat From Software ein bisschen in die Horror-Trickkiste gegriffen. Es gibt so ein paar Jumpscares, es gibt ein paar gruselige Feinde. Also nicht erschrecken. Und wer zart beseitet ist, ja, der muss jetzt halt ein bisschen die Pobacken zusammenklemmen. Das ist das, was ich meinte. Immer mal wieder, wenn man irgendwo einen Raum betritt und einen Gegenstand einsammelt, kreischt von irgendwo entfernt irgend so ein komisches Vieh. Keine Gefahr, also keine Angst. Es ist einfach nur, um den Spieler zu erschrecken. In ein, zwei von diesen Zellen liegen Items herum. Die ist leer. Die da drüben, soweit ich weiß, auch. Und die hier, die ist versperrt. Dafür brauchen wir einen speziellen Schlüssel. Den finden wir später im Kerker. So, ein neuer Gegnertyp. Ein sehr gefährlicher Gegnertyp. Und zwar der Irithyll-Kerker-Wächter. Er steht hier. Hat ein Brandeisen und wenn er so rot wird und anfängt zu leuchten, dann müsst ihr mal kurz mal auf meinen Lebensbalken achten. Wenn er uns nämlich anschaut, dann nimmt der Balken ab. Und ich kann mich nicht mehr heilen. Ich kann mich zwar heilen, allerdings nur noch bis zu diesem, ja, recht kurzen Lebensbalken. Eine sehr gemeine Sache, ein ziemlich fieser Fluch. Gott sei Dank ist es ein nur temporärer Fluch. Der Balken nimmt wieder zu, wie ihr jetzt gerade seht. Allerdings muss ich jetzt auch wieder ein Estus-Flakon opfern, um wieder volle Leben zu haben. Das heißt, wenn ihr solche Wächter seht, unbedingt aus dem Sichtfeld bleiben und richtig Eile an den Tag legen und die Viecher umhauen, so schnell es geht. Hier vorne liegt ein Item, das ist allerdings ein Köder für diesen Typen hier, der uns hinunterschubsen will, so wie wir das Ding hier einsammeln. Wir kommen ihm zuvor und hauen ihn einfach um. Ihr solltet auch immer die Zellen ganz gut durchsuchen, das ist das Beste, nein, nur eine schwindende Seele, sind 50 Seelen, wow. Ihr solltet die Zellen auch immer durchsuchen, weil hier meistens auch ein paar Insassen sind, die auf dem Boden liegen und schlafen.
und dann mit der Zeit irgendwann mal aufwachen und einem dann in den Rücken fallen, wenn man es am wenigsten erwartet. Also übt euch in Geduld hier, durchsucht wirklich alles sehr penibel. Hier ist der nächste Wächter. Schön umkreisen, umhauen. Und wir haben noch nicht mal irgendwelche Leben verloren. Wie ihr seht, sind die Burschen unfassbar anfällig gegenüber Feuer. Hey! Wenn ihr euch von dem Brandeisen treffen lasst, dann ist es... tut das richtig weh, das ist meistens sogar schon fast so ein Instant-Tod, weil er zweimal zusticht und wenn man sich von beiden Malen treffen lässt, dann, oh je, dann ist gute Nacht. Hier hinten nochmal eine ja, und noch ein Jumpscare. Und hier hinten das Fenster, das merken wir uns, das ist ebenfalls verschlossen, das werden wir noch brauchen. Nun denn, dann gehen wir in das Untergeschoss des Kerkers und hier in diesem Raum, da warten ein paar, ja, man kennt sie schon aus der Siedlung der Untoten, diese Käfig-Skelette, die werden ebenfalls bewacht von einem weiteren von diesen Wächtern. Drop Attack und mit der Axt den Rest geben. Bei denen gilt nach wie vor die Regel, Fernkampf ist besser als Nahkampf, also Pfeil und Bogen oder Magiegeschosse sind optimal, um die zu erledigen. Ich versuch's jetzt mal mit meiner Feueraxt. Die hat keine große Reichweite, das heißt, ich sollte schon ein bisschen Abstand wahren. Aber die Viecher halten kaum was aus. Zwei Hiebe und sie sind Geschichte. Und es ist wirklich jeder hier am Leben. Na, aua. Das war ein Millimeter zu nah dran. Auch hier... ein Kerker, der noch verschlossen ist. Ja, jede zweite Tür in diesem Kerker ist zu. Wieder ein Köder, denn hier links verbirgt sich einer von diesen etwas gemeineren Zombies, die wir schon aus der Kathedrale des Abgrunds kennen, die quasi so einen Unterleib, so eine Unterleib-Explosion haben und einen mit diesen Würmern überziehen, die man dann nur los wird, wenn man kurz die Fackel in die Hand nimmt. Die solltet ihr also unbedingt wieder dabei haben, wenn ihr hier im Kerker, ups, im Kerker unterwegs seid. Oh, der lebt nicht, Gott sei Dank. Die auch nicht. Alles gut. Aber ihr. Das ist so einer, von denen ich geredet habe. Ihr seht, jetzt habe ich diese Würmer an mir dran, die Blutungsschaden verursachen. Jetzt muss ich möglichst schnell die Fackel aktivieren. Und dann, ach, die sind dies bei den Waffen. Moment. So geht's. Jetzt. Machen wir es doch so. Zack. Und schon geht der Balken wieder zurück. Viel besser. Er hier ist auch so ein Kandidat, der einen infiziert mit diesen Würmern. Die Tür könnt ihr getrost geschlossen lassen. In diesem Käfig ist nichts. Der Typ ist eine ganz schöne Gefahr. Wir lassen ihn einfach eingesperrt. Und weiter seinen fristen Dasein. Gut, wir haben jetzt diese Hälfte des Kerkers erkundet. Wie gesagt, die Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. Wir werden also, nachdem wir auch die gottlose Hauptstadt erkundet haben und erst dort einen der letzten Schlüssel finden werden, nochmal hierher zurückkehren, um wirklich alles abzugrasen, was wir jetzt quasi hier leider zwangsweise links liegen lassen müssen. Ein bisschen Backtracking, aber es ist Backtracking, das sich lohnt. Gut. Der nächste Wärter wartet hier hinten. Hier ist eine Abkürzung. Die werden wir gleich öffnen. Jetzt schnappen wir uns erstmal diesen Burschen da hinten, bevor irgendein Unheil anrichten kann mit unserem Lebensbalken. Er hat es schon getan. Und hier draußen in der Nachbarzelle geht es dann tatsächlich weiter. Es ist kaum zu sehen. Wenn man das erste Mal hier im Kerker unterwegs ist, denkt man sich hier verschlossene Türen, überall Kerkerzellen, die nicht aufgehen. Wo geht's denn hier weiter? Aber hier ist tatsächlich ein Loch in der Wand. Etwas erleuchtet durch dieses bleiche Kiefernharz. Und hier geht es durch ein weiteres Loch in der Wand. Und nicht erschrecken. Gruselig, gruselig. Das Vieh ist nicht feindlich. Man kann es allerdings umhauen. Dann wird es feindlich. Ganz klar. Aber hey, kostenlose Seelen. Und dann kann man hier auf der Rückseite der Zelle nach draußen kommen und öffnet die eben angesprochene Abkürzung.
Und ganz hier hinten ist noch eine weitere Zelle und hier finden wir endlich den ersten Schlüssel. Schlüssel des Ausbrechers. Warum ein Ausbrecher einen Schlüssel braucht, man weiß es nicht. Aber der ist sehr wichtig, den werden wir gleich benutzen. Aber erst wenn wir auch hier auf dieser Seite des Kerkers das Untergeschoss gesäubert haben. Und hier haben wir es wieder mal mit diesen Irritylwächtern zu tun. Hier ist nicht nur einer, da vorne steht noch einer und links außerhalb unseres Blickfeldes ein dritter. Also ein sehr gefährlicher Raum. Nicht unterschätzen. Deswegen lieber nochmal heilen. Jetzt hat er mich erwischt. Wie gesagt, instant tot durch Brenneisen. Sehr gefährliche Sache. So, wir sind wieder zurück. Diesmal stellen wir es ein bisschen cleverer an. Nehmen von oben diesen Burschen hier erstmal unter Beschuss. Vielleicht können wir ihn ja anlocken oder sogar stark verletzen oder sogar töten, weil er einfach nicht checkt, wo hier eigentlich die Gefahr herkommt. Perfekt. Das schaffen wir mit dem hier vielleicht auch. Und dann ist dieser Raum ja schon deutlich einfacher zu schaffen, als wir es vorher mit unserer Guerilla-Taktik gemacht haben. Bisschen schwer zu sehen, wo unter dieser Kapuze der Kopf ist. So. Viel besser. Den Burschen jetzt hier, geht er ganz klassisch per Drop-Attack. Super. Läuft. So, jetzt haben wir wieder eins von diesen gruseligen Babys da. Dieses ist jetzt tatsächlich schon von Anfang an feindlich, denn es bewacht hier ein Item. Die richten ganz schön viel Schaden an, wenn sie einen treffen, also bitte Vorsicht walten lassen und immer mit erhobenem Schild angreifen. Hier hinten, ihr erratet es bestimmt schon, entweder ist es ein verschlossener Kerker oder es ist eine Abkürzung, die wir erst später freischalten. Natürlich, da hinten ist ein Crystal Lizard. Doch bevor wir jetzt hier weitergehen, in diese Richtung, drehen wir um. Wir gehen einen anderen Weg, einen sinnvolleren Weg und auch einen etwas ungefährlicheren Weg. Wir haben nämlich den Schlüssel des Ausbrechers gefunden und den können wir tatsächlich an diesem Fenster benutzen, das wir ganz am Anfang im Kerker gefunden haben. Aber erstmal müssen wir uns durch diese Wächter wieder durchkämpfen. Zur Orientierung, hier rechts geht es aus dem Kerker raus, da haben wir vorhin angefangen. Und hier links vorne ist dieses Fenster, das vorhin verschlossen war und das wir jetzt mit diesem Schlüssel öffnen können. Praktisch. Hier könnt ihr euch runterfallen lassen. Und dann hier links nochmal runterfallen lassen. Und dann hier an dieser Säule steht direkt unter uns ebenfalls nochmal ein Gegner, den wir ebenfalls durch eine Drop Attack platt machen können. Cool. So, die beiden müssen wir ganz schnell erledigen. Ein Fernkämpfer, ein Nahkämpfer. Ich empfehle, den Armbrustschützen zuerst zu erledigen und sich dann um diesen Burschen hier zu kümmern. Und hier gewährt uns das Spiel schon mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Gebiet des Spiels. Das da unten ist die gottlose Hauptstadt. Hier unten wartet Jorm, der Riese. Ziemlich cool, erinnert optisch so ein kleines bisschen an den Beginn von Dark Souls 2. Hat damit aber jetzt nicht wirklich was zu tun. Aber schön ist es allemal. Gut, das Item hier, ein Heimatknochen. Und jetzt kommen wir hier auf der anderen Seite des Crystal Lizards raus. Und ich zeige euch jetzt, warum wir diesen Lizard von dieser Seite aus versuchen zu erwischen. Denn auch er ist ein Köder. Hier rechts in einer Zelle wartet einer von diesen Babyviechern, das uns, ja, greift, sobald wir an der Zelle vorbeirennen. Und das tut es dann, wenn wir von der anderen Seite ausgehen, exakt in dem Moment, wenn wir versuchen, auf den Lizard einzuprügeln. Deswegen lieber so rum als andersrum. Und außerdem, von dieser Seite kommt uns dann das Vieh quasi entgegen, will uns von hinten erwischen. Auch diese Zelle können wir, ja, einfach geschlossen lassen, das Vieh sich selbst überlassen. Hier drin gibt's nichts. Die Zelle ist leer, sonst gibt's keine mehr. Gut, alles abgegrast. Es geht tiefer und tiefer in den Kerker von Irithyll.
aber wir kommen auch der gottlosen Hauptstadt immer näher. Und vor eins sollte ich euch wirklich warnen. Hier unten in der gottlosen Hauptstadt und im Kerker von Irithyll ist nahezu jede Truhe eine Mimik. Ihr wisst ja, erkennbar an der Kette, wenn sie nach vorne zeigt, ist das keine echte Truhe, sondern eine Mimik. Die schnappen wir uns mal. Nach wie vor, Blitz und Feuer sind gute, probate Mittel, um mit einer Mimik fertig zu werden. Immer schön aufpassen, seitlich und hinten angreifen, nicht von vorne. Und was sie bewacht hat, eine Estusscherbe. Jawohl. Ein sehr lohnenswerter Kampf. So, weiter geht's. Oh, jetzt kommt gleich eine ganze Armee von diesen komischen Viechern um die Ecke gebogen. Da solltet ihr Vorsicht walten lassen und jeden einzeln erledigen. Vorrennen lassen, umhauen, zurückweichen. Weil es ist immer ein anderer, der sich entscheidet, jetzt vorzurennen und einen anzugreifen. Da gibt es kein Muster, das erkennbar wäre. Was ganz gut ist, sie lassen sich durch Rollen, lassen sich unterbrechen. Also, wenn ihr sie so anschubst, dann unterbrecht ihr sie in ihrem Angriff. Gerade wenn man umringt ist von denen, eine gute Möglichkeit, ein bisschen Herr der Lage zu werden. Und da vorne ist der letzte. Autsch. Wunderbar. Nun kann man es fast übersehen. Da vorne ist in einem Loch in der Wand eine Leiter. Die klettern wir runter und bekommen es jetzt dann mit unserem nächsten Riesen zu tun. Falls ihr euch erinnert, in der Kathedrale des Abgrunds haben wir auch schon gegen zwei gekämpft. Und auch den hier erledigen wir ganz klassisch, indem wir ihn aufwecken und dann, ouch, uns zurückziehen und mit Pfeil und Bogen aus der Distanz behaken. Wird jetzt eine Weile dauern, aber das ist definitiv die sicherste Möglichkeit, diesen Burschen Herr zu werden. Wenn er sich wieder hinlegt, nimmt er keinen Schaden mehr. Also da könnt ihr schießen, bis ihr grün werdet. Deswegen wieder nach vorn, einen Schlag, zurückziehen, Bogen in die Hand nehmen, markieren und weiterfeuern. Und immer innerhalb hinter der Tür bleiben. Weil sonst erwischt er einen mit seinen Händen. Und das war's mit dem Riesen. Dauert ein Weilchen, aber es lohnt sich, weil dann haben wir Ruhe hier oben und vor allen Dingen auch Ruhe da unten, weil wir nachher noch in den Bereich da unten hinkommen, wo er steht, oder jetzt in diesem Fall zumindest stand. Und das macht das Ganze dann doch ein bisschen entspannter. So, hier ums Eck eine nächste kaum zu sehende Leiter. Man kann zwar auch runterspringen, aber hey, Fall Damage ist Fall Damage. Und in der Kanalisation, kein Wunder, gibt es auch Ratten, die wieder wunderbar darin sind, einen zu staggern. Die dritte ist runtergefallen. Ritueller Selbstmord, auch okay. Da kommt schon das nächste Rudel. Genau, ich wusste doch, dass ihr zu viert seid. Die timen ihre Angriffe immer wunderbar, so dass man eigentlich immer erwischt wird, wenn man unvorsichtig ist. Hier geht es nachher weiter, aber erst gehen wir da oben in einen Bereich, das ist eine Sackgasse, aber hier sind zwei Truhen, die wir haben wollen. Eine steht links, eine steht rechts und man sieht es schon, dadurch, dass sie beide unterschiedlich aussehen und beleuchtet sind, da ist wohl etwas im Argen. Und wie ich schon gesagt habe, im Kerker und in der gottlosen Hauptstadt gibt es viele Mimics. Die Kette zeigt nach hinten, keine Mimik. Die Kette zeigt nach vorne, Mimik. Okay. Der alte Zellenschlüssel. Ein weiterer Schlüssel, den wir brauchen, um ein paar verschlossene Türen zu öffnen. Und um es nochmal in Erinnerung zu rufen, können wir mit diesen Dingern hier, den Jägeramuletten, Mimics einschläfern. Und können sie so looten, ohne sie aufzuwecken. Ihr solltet allerdings noch zwei Jägeramulette aufbewahren für die gottlose Hauptstadt. Wenn es soweit ist, zeige ich euch warum. Und so wie wir diesen dunklen Clownring hier einsammeln, tappen wir in eine Falle. Alles voller Basilisken.
Die Todfeinde aus dem Dark Souls-Universum, die einen verfluchen mit ihrem Nebel. Das Gute ist, wir müssen sie nicht bekämpfen. Wir können einfach abhauen, das Weite suchen, hier zurück, die Kanalisation runter und hier in dieses Loch. Sie kommen uns nicht hinterher, dafür haben wir es dann hier gleich mit Mama und Papa Ratte zu tun. Einer ist hinterhergekommen, na gut. Du hast es geschafft, du hast es verdient. Vorgesicht, wie gesagt, Fluch bedeutet instant Tod, so wie der lilane Balken da mit dem Totenkopf voll wird und sind wir verflucht und sofort versteinert und tot. Und jetzt kommt der gemeinste Raum im ganzen Kerker von Irithyll hier unten. Der Hochsicherheitstrakt vermutlich, denn wie ihr seht, hier laufen wahnsinnig viele von diesen Wächtern rum, die hier quasi ganz langsam ihre Kreise drehen in diesem Hof. Und die müssen wir alle erledigen. Und das sind viele. Oh Gott. Aber vorher machen wir unsere erste große, vernünftige Abkürzung auf. Wir werden sie brauchen. Wir biegen hier ab, laufen die Treppe hoch, kommen zu einer richtig coolen Aussicht. Sehr nice. Merkt euch dieses Fleckchen übrigens. Wir werden hierher zurückkehren, um eins der coolsten Geheimnisse zu lüften, das das Spiel zu bieten hat. Ich werde noch nichts verraten. Und dann fahren wir hier den Aufzug hoch. Aufzüge sind ja immer ein gutes Zeichen, dass da bald eine Abkürzung auf uns wartet. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich war, diesen Aufzug zum allerersten Mal gefunden zu haben. Hochzufahren, um die Ecke zu biegen und zu denken, da könnte eine Abkürzung sein. Immer noch nicht. Mal sehen, vielleicht. Tatsächlich. Und hier sind wir wieder zurück im Kerker. Hier oben sind wir reingekommen, haben angefangen und haben jetzt einen deutlich kürzeren Weg ins Untergeschoss. Sehr, sehr cool. Außerdem gibt es ein verstecktes Item beim Herunterfahren mit diesem Aufzug. Auf halber Höhe können wir nämlich hier rausspringen und bekommen ein Wunder. Die Blitzklinge. So, nun aber in diesen unsäglichen Raum mit diesen wahnsinnig vielen Wächtern. Auch hier ist die Taktik, die wir vorhin ja schon erfolgreich eingesetzt haben, die Burschen aus der Entfernung einzeln zu befeuern, anzulocken und einzeln in Garaus zu machen, im Idealfall noch bevor sie einen erreichen, weil ihr seht ja, das wird spannend. Ja, okay. Gut, dann kriegst du jetzt halt noch mit meiner Axt eine über. Dankeschön. Ich habe den Eindruck, dass diese Biester mit dem letzten Patch irgendwie stärker geworden sind. Mag mich täuschen, aber irgendwie waren die schon mal leichter. Ihr seht, im Idealfall, wenn man sie jedes Mal richtig gut trifft, kann man sie schon aus der Distanz abknallen, ohne dass sie einem nahe kommen. Es ist wirklich nicht zu raten, hier in die Mitte reinzulaufen und die Burschen im Nahkampf platt zu machen, weil wenn sie einen tatsächlich mal erwischt haben mit ihrem Brenneisen, dann ist man sofort blockiert. Und kommt aus der Sache nicht mehr lebend raus. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr und das dürfte der letzte gewesen sein. Gut, dann halt im Nahkampf. Die Sache ist die, der Raum ist wirklich saugefährlich, aber hier gibt es auch richtig cooles Zeug einzusammeln. Wir gehen jetzt mal der Reihe nach rum. Hier kommen wir erst am Ende hin, da können wir nicht hochspringen. Deswegen gehen wir jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn durch diesen Bereich und in die erste Sammelzelle, die voll ist mit diesen blauen, gemeinen Babys. Vorsicht, mit ihrem Dolch hauen sie ganz schön drauf und sie haben diese Spuckattacke, die eine ganz böse unterbricht. Und man erkennt sie halt im Dunkeln auch einfach nicht. Und da hängt noch einer. Perfekt. Bewacht haben sie eine gottlose Kohle für André.
Sehr guter Fund. Und ein Steißbeinspeer. Sehr gute Waffe. So, hier haben wir schon die nächste Mimik. Nicht packen. Autsch. Ein bisschen eng hier, um sie zu bekämpfen. Deswegen locken wir sie mal zurück in den Hof. Umkreisen. Vorsicht, Patschagraffe. Oh ja, gut, das könnte den Tod bedeuten, wenn sie... ach, sie hat nicht genug Hunger. Das finde ich gut. Jetzt reicht's aber. Okay, gut, ich habe die Mimik komplett unterschätzt. So, zurück bei dieser lästigen Mimik. Und wisst ihr was, da ich eh noch genug Jägeramulette habe, machen wir es jetzt auf die klassische Art und schläfern das blöde Vieh ein. Das Vieh nochmal zu bekämpfen, darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Also wirklich, machen wir es doch mal, wenn wir die Chance haben, doch so. Schläfern die blöde Mimik ein. Klauen uns die zwei Titanitschuppen und weiter geht's. Hier hinten darf ich schon mal jeden schreckhaften Menschen noch mal vorwarnen, wegen eventueller Jumpscares. Hier haben wir eine Asche für die Schreinmaid und da hinten ein Schrei und den Dusk-Kronenring. Den gucken wir uns doch gleich mal an. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, verringert aber auch die Trefferpunkte. Das heißt, wir brauchen weniger Mana, wenn wir zaubern, wir haben aber auch weniger Lebenspunkte. Durchaus für könnende Zauberer einen Blick wert. Hier geht's weiter. Jetzt schauen wir erstmal hier lang. Hier hinten, das ist diesen Burschen hier, der mit dem Kreuz, der so ein schweres Kreuz zu tragen hat, den kennen wir schon aus dem Pfad der Opferungen und dem Wald, dem Kruzifixwald. Der ist allein hier drin, hat kein Item, das er beschützt oder so. Deswegen könnt ihr die Zelle auch getrost geschlossen lassen. Der ist nur da, um euch zu veralbern und ordentlich Schaden zuzufügen, wenn ihr es dumm angeht. Also lasst ihn einfach. Die Seelen ist die Mühe nicht wert. Zu guter Letzt haben wir hinten noch eine Zelle und die ist versperrt. Da hinten sitzt allerdings jemand, das ist die Hexe Emma. Die werden wir erst viel später befreien können, wenn wir einen Schlüssel aus der gottlosen Hauptstadt geklaut haben. Dann haben wir hier einen neuen NPC, der zurück in den Feuerbahnschrein kehrt und uns mit dunkler Magie und dunklen Pyromantien versorgt. Ganz coole Sache. Gut, wir haben hier alles erledigt. Nun geht's hier hinaus, endlich aus dem Kerker hinaus und runter zur gottlosen Hauptstadt. Dort, wo der nächste Aschefürst auf uns wartet, Jorm der Riese. Wir werden allerdings noch dieses Item hier zu guter Letzt abstauben. Damit dann diese Episode des Profi-Walkthroughs abschließen. In der nächsten Episode dann kämpfen wir uns durch die gottlose Hauptstadt. Sehr cooles Gebiet, nicht allzu groß, aber sehr, sehr schwer. Deswegen, ja, ich winke feierlich zum Abschied, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Bye, bye.